Herzlichen Glückwunsch an Farina de Waard. Sie hat den ersten Preis gewonnen beim Indie Autor Preis 2015. Also herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich geehrt. Ich freue mich wahnsinnig. Der erste Platz ist ein, man kann es hier wirklich mit Fug und Recht sagen, ein Fantasy-Epos. 800 Seiten Fantasy ist eine ganze Menge. Und worum geht es im Titel, der da Zähmung heißt? Ja, Zähmung ist der erste Teil von meiner Reihe Das Vermächtnis der Wölfe. Und es geht um ganz viele Dinge. Also es geht einerseits um eine junge Protagonistin, die in eine fremde Welt gerät und dort lernen muss, zurechtzukommen, sich auch anzupassen, damit sie nicht Gefahr läuft, aufzufliegen und wieder gefangen zu werden. Und es ist also ihr Werdegang, aber gleichzeitig ist es auch die Gesellschaft, also diese gesellschaftliche Ebene, was passiert dort? Also was passiert zwischen den Völkern, die ich erfunden habe? Und wie kommt man aus einer sehr verzwickten Situation, aus einer Diktatur wieder heraus, wenn man eben nicht eine epische Schlacht von 10.000 gegen 10.000 führen kann, sondern einen anderen Weg finden muss? Das ist das sogenannte Genre der High Fantasy, würde man sagen, also dass tatsächlich eine komplette Welt oder ein komplettes Universum erschaffen wird. Und in welcher Zeit hast du jetzt ein 800-Seiten-Werk geschrieben? Also angefangen mit der ganzen Geschichte habe ich mit 15. Und seitdem schreibe ich daran und eben an allen 6 Büchern auch. Also ich habe von allen den Plot, ich habe von allen schon einen Großteil durchgearbeitet und geschrieben. Und an dem einen Buch mit den 800 Seiten habe ich effektiv fast 2 Jahre gearbeitet. Das müssen wir jetzt nochmal wirklich rausstellen. Das fand ich auch so. Dass, also 800 Seiten, die Zähmung, der erste Band. Und es sollen tatsächlich 6 Bände insgesamt werden. Der zweite erscheint jetzt im Mai, hat, glaube ich, genauso viele Seiten. Also es heißt, dir geht tatsächlich nicht die Fantasie aus. Und weißt du denn schon, wie der 6. Band enden wird? Ja, das weiß ich schon, aber es wird noch nicht verraten. Also, nee, ich habe mich, bevor ich wirklich angefangen habe, so jede einzelne Szene auszuschreiben, habe ich mich wirklich lang hingesetzt und überlegt, wie baue ich diese Geschichte auf, was passiert da alles und wirklich das Ganze durchgeplottet und irgendwann festgestellt, es ist zu viel für eine Trilogie und dann gesagt, okay, dann trenne ich jedes Buch in der Mitte und mache eine Sextologie draus. Nun hast du es als Self-Publisherin veröffentlicht, ohne Verlag, beziehungsweise im eigenen Verlag. Warum das? Hat sich kein Verlag dafür interessiert? Ich habe mich bei keinen Verlagen beworben. Ich hatte schon alles vorbereitet. Ich hatte alle Unterlagen da liegen, wem soll ich wie das Exposé schicken, wem welche Leseprobe. Und habe aber sehr lange hin und her überlegt, habe auch viel darüber nachgelesen, wie macht man das alleine, kann man das alleine machen? Und dann ist so dieser Gedanke entstanden, was wäre denn, wenn ich selber veröffentliche? Was wäre, wenn ich mir einen eigenen Verlag gründe, wenn ich eigene ISBNs kaufe und das Marketing, das Management selber mache? Und ich wollte gern diese Erfahrung machen. Also ich wollte gern nicht nur Autor sein, sondern auch alles drumherum lernen. Und mal gemein gesagt, ich hatte auch irgendwo den Gedanken, wenn ich es selber schaffe und auch großen Verlagen damit zeigen kann, ich stehe hinter meinem Werk und ich mache das, auch ich schaffe das, dass dann die Konditionen und die Herangehensweise anders sind. Weil ich bin ein Erstling, es ist mein Erstlingswerk. Wenn ich jetzt zu einem großen Verlag gehe und sage, hier, ich möchte eine Reihe mit 6 Büchern schreiben, dass die Chancen, da genommen zu werden, sind auch gering. Wenn ich aber zeige, hier, ich mache das selber, ich schaffe das, dann sind die Chancen vielleicht anders. Nun ist aber das Interessante bei dir, dass du mir auch im Vorgespräch erzählt hast, dass du mehr gedruckt verkauft hast. Also du eigentlich sehr eine untypische Self-Publisherin bist, denn die meisten fangen ja im E-Book an, haben da Verkäufe, sagen dann irgendwann, okay, ich lasse es auch nochmal Print on Demand drucken. Bei dir war das, oder ist das irgendwie andersrum? Du verkaufst sehr viel Papierbücher. Ja, das stimmt. Also das kam damit zustande, dass ich habe mich nie als den typischen Self-Publisher verstanden. Also ich habe nie von mir selber gedacht, das bringst du als E-Book raus über Kindle Direct Publishing und das war's dann. Nee, ich wollte das wirklich eben wie ein Verlag machen und habe dann auch gesagt, ja, viele, die ich kannte, haben gesagt, sie wollen aber das Taschenbuch, sie haben keinen Reader. Ich habe ja rumgefragt und dann stellte ich fest, okay, vielleicht 5% von den Leuten, die ich kenne und auch aus meiner Umgebung, sei es Studium, sei es Arbeit, haben alle gesagt, nö, also E-Book, nicht so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich den Schritt, ich investiere das Geld und mache ein Taschenbuch. Und erst 5 Monate später habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich auch mit dem E-Book hinterher. Was aber natürlich ein großes Risiko ist. Ich meine, man geht in Vorleistung. Wie ist dir
das gelungen? Das wollen ja derzeit alle. Alle wollen irgendwie gedruckt und wollen in die Buchhandlung kommen. Dein Buch ist ja sogar beim wichtigsten deutschen Buchgroßhändler KNV gelistet. Wie kam es dazu? Also einerseits habe ich immer gesagt, ich möchte in die Buchläden, ganz klar. Und den KNV, das ist eine Geschichte, das war auch Glück. Also ich bin mit einer Verkäuferin des KNV zufällig in derselben Poststelle gestanden. Also eine Einkäuferin, die quasi dafür zuständig ist, welche Titel aufgenommen werden. Genau, und ich hatte ein Exemplar dabei, weil ich nachsehen wollte, welche Umschläge passen für mein Buch, weil es ja schon recht dick ist, da muss ich die richtigen Umschläge bieten. Und dann hat sie gesagt, ja, was haben Sie denn da veröffentlicht? Und dann habe ich es ihr gezeigt und ich dachte gar nicht, dass es sie interessieren würde. Und dann kam sie an und sagte, wow, das sieht ja richtig gut aus mit ISBN, das sieht richtig selbst gemacht, also nicht selbst gemacht, sondern eben professionell aus. Und dann hat sie mir ihre Kontaktdaten gegeben und so kam das zustande. Ich habe mich dann bei denen vorgestellt, bin in Stuttgart zu der Filiale, also zu dieser Organisation gekommen und sie haben mich aufgenommen. Und du hast auch das Zweite geschafft, was viele wollen. Also die Stuttgarter Nachrichten, glaube ich, waren das, haben über dich berichtet. Und du hast tatsächlich klassische Pressearbeit gemacht. Also alle sagen, Social Media ist es. Du hast wirklich auch noch die Pressemappen an die Zeitung verschickt. Ja, also die Pressemappe habe ich erst im Nachhinein gemacht. Also beim Stuttgarter Nachrichten bin ich tatsächlich hingegangen. Also die hatten in Stuttgart in der Buchhandlung Witwer, haben wir die Möglichkeit, dass man die einmal die Woche besuchen kann. Ich bin hingegangen, habe denen mein Buch gezeigt, habe gesagt, hier, habt ihr Interesse, da mal was drüber zu schreiben? Und so kam das zustande. Dann wurde ich interviewt. Ich glaube, das ging 3 Stunden, das Interview, richtig nett. Und dann kam dieser riesige Artikel raus und das war unglaublich schön. Und da habe ich auch wieder gemerkt, dass die Presse an sich ist einfach, man kann mit Social Media einfach doch nicht ganz so viele Leute erreichen. Es ist viel privater und viel persönlicher und es ist total schön, wenn man auf Facebook von jemandem Fremden angeschrieben wird und der sagt, hier, ich habe dein Buch gelesen, fand ich toll, wann kommt das zweite raus? Aber mit der richtigen Presse, also gedruckte Zeitungen, erreicht man doch irgendwie andere Leute. Nun hast du tatsächlich auch sehr viel anderes selbst gemacht, also die Coverzeichnung dieses Wolfes stammt von dir, du hast es zusammen mit einem professionellen Grafiker dann auch umgesetzt, du betreibst eine Website dazu, sammelst dort auch akribisch die ganzen Pressestimmen. Da kommt immer die Frage natürlich von anderen Self-Publishern oder Autoren, die das überlegen, ja, aber wann soll ich denn das alles machen? Und deswegen frage ich dich, wann machst du denn das alles? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Zurzeit studiere ich nicht. Ich habe das erste Buch fertig geschrieben während meines Bachelorstudiums und es war immer hin und her zwischen hier Klausuren, Vorlesungen, dann heimgekommen, wieder abends eine Stunde geschrieben, dann wieder auf die nächste Klausur lernen. Also das war schon immer so ein Hin und Her. Aber ich versuche einfach möglichst effizient zu sein. Also ich habe geschaut, welcher Webseitenhost bietet es einem an, dass man möglichst schnell Sachen verändern kann, dass ich jetzt anfangen muss zu programmieren. Und ich sammle einfach ständig. Ich habe auch irre viele Notizen, wann ich was festhalte, wann ich was plane, wann ich wo welches Foto hochladen möchte. Und dann mache ich es immer zwischendurch. Also sobald ich mal eine freie Minute habe, mache ich irgendwas damit. Also quasi so eine Mischung zwischen einer gewissen Struktur, Planung, aber dann doch gucken, wann auch Zeit dazu ist. Ja, also eben diese Mischung aus alles im Kopf behalten und dann spontan sofort reagieren, wenn ich die Zeit habe. Textarbeit ist ja auch natürlich etwas Intensives und die Arbeit am Text und das Feilen an den Figuren und dem Plot. Wie bist du dazu gekommen? Du hast gesagt, du hast in sehr jungen Jahren eben schon angefangen. Hast du Seminare besucht? Hast du Kurse besucht? Wie hast du dich eigentlich da gebildet, wie man tatsächlich ein gutes Buch schreibt? Also der ursprüngliche Start von der ganzen Geschichte kam durch einen Traum. Und mit dem Traum fing es an, dass ich gesagt habe, das war so intensiv, das muss ich aufschreiben. Und da war noch kein Hintergedanke daran, dass ich jetzt sage, oh, da mache ich jetzt ein Buch draus. Sondern ich habe angefangen, immer weiter darüber nachzudenken, immer mehr die Geschichte weiterzuspinnen und eben mir angefangen, komplexe Gedanken darüber zu machen. Wie kam es dahin, wie geht es weiter? Und als dann dieses Konstrukt entstand, habe ich mich gefragt, wie schreibe ich das jetzt? Und da habe ich keine Seminare belegt, sondern hauptsächlich viele, viele, viele andere Bücher gelesen. Und dabei auch immer wieder festgestellt, so überlegt, was gefällt mir jetzt an dem Buch, was gefällt mir nicht und überlegt, woran liegt es. Also nicht nur festzustellen, ja, den Charakter mag ich nicht, sondern auch zu überlegen, warum ist es so. Und da das im Endeffekt zu analysieren.
Und eben das viele Lesen hat mir, glaube ich, wirklich geholfen. Es fällt auch auf, dass unheimlich viele Namen natürlich beim Lektorat auch drinstehen in deinem Buch. Das heißt, du hast es tatsächlich auch vielen Leuten vorher gegeben. Wie hast du das dann auch koordiniert, diese ganzen Rückmeldungen? Was hast du entschieden? Welche nimmst du rein, welche nimmst du nicht rein? Und haben die sich teilweise widersprochen? Ich weiß es nicht. Ja, die haben sich teilweise widersprochen. Das war sehr witzig. Und ich habe zum Beispiel ein Pärchen, die lektorieren es beide. Also die sind keine offiziellen professionellen Lektoren, aber sie drucken das aus, sie binden das in einem eigenen Buch und schreiben von vorne bis hinten alles voll, stellen Fragen. Und die lesen es richtig intensiv. Und da ist auch so, beide stellen ganz andere Dinge fest. Also die lesen es parallel gleichzeitig zusammen in einer Wohnung und trotzdem kriege ich von beiden verschiedenes Feedback. Und dann ja, muss ich es durcharbeiten und gucken, was gefällt mir da jetzt dran. Oft sind es Kleinigkeiten, irgendwelche Bemerkungen, irgendein Satz, ob der jetzt stimmt. Und die großen Dinge, die eben was den Plot angeht oder auch irgendwelche logischen Sachen, wer jetzt wann wie handelt, das versuche ich im ersten Schritt durchzugehen. Also dass ich zuerst sage, ich gehe erst auf Plot und Logik und dann kommen die Feinheiten, eben so Formulierungen und dann eben Korrekturen, also Grammatik, also ja, oder auch da noch ein Komma hin muss. Wie ist deine weitere Planung? Also klar, der zweite Band wird jetzt bald erscheinen. Du bist aber auch sonst sehr viel für dieses und mit diesem Buch unterwegs. Ich habe gelesen auf der Website Mittelaltermärkte und man sieht dich dann auch in entsprechender Verkleidung. Ja, also da habe ich tatsächlich was drüber nachgelesen in so Ratgebern, dass ich versuche, mir mein eigenes Image aufzubauen. Also zum Beispiel, ich versuche möglichst alle Bücher mit Feder zu unterschreiben. Also ich habe wirklich ein Tintenfass und eine große Feder, mit der unterschreibe ich. Und ich habe eben mir auch zusammen mit anderen ein paar schöne Kleider genäht, eben auch mittelalterlich, und versuche da einfach so schon das Feeling von meinem Buch irgendwo rüberzubringen. Also eben diesen Stil, dass man sich auch an mich erinnert. Und eben mit den Mittelaltermärkten, das ist so eine Idee, die sich gerade mit einer Kollegin von mir entwickelt, dass man sagt, hier, wo passt das denn gut? Wo kann man denn gut sein Buch präsentieren? Und ich mache mittlerweile Merchandising, mache ich auch eigenen Schmuck zum Buch. Und das sind tatsächlich quasi Artefakte aus meiner Welt, dass jeder, der das Buch gelesen hat oder davon hört, kann, wenn er will, aus dieser Fantasy-Welt was Reales anfassen. Also natürlich ist das eben Merchandising, aber ja, im Endeffekt, es gibt in meinem Buch magische Speichersteine, mit denen kann man sich teleportieren und die kann man jetzt auf meiner Webseite kaufen. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß und viel kreative Gedanken für die nächsten Bände. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn. Erster Platz in die Autorpreis 2015. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.